Hallo, liebe Freunde des flüssigen Genusses. Willkommen bei Drinklink, der ganzen Welt der Getränke. Heute mal nur ein einziger Drink mit sehr viel Geschichte und den auch noch in einer leichten Variation, so wie ich ihn persönlich sehr gerne trinke. Und zwar der Alexander in einer Variation rund um Brugal 1888, dem Premium Rum aus der Dominikanischen Republik. Was brauchen wir dafür? Brugal 1888. Wir brauchen Sahne und wir brauchen Creme de Kakao. In dem Falle den aktuell besten Creme de Kakao auf dem deutschen Markt, Dutch Kakao, mitentwickelt von Jörg Meyer aus dem Le Lion in Hamburg. Und damit es nicht zu langweilig wird und ich euch nicht mit Geschwafel voll sei, legen wir direkt einfach los. Der Alexander ist einer meiner ersten Lieblingsdrinks und mit ihm verbinde ich sehr, sehr viel Geschichte. Das Ganze wird im Shaker hergestellt und zwar zu gleichen Teilen. Wir befüllen den Shaker zunächst einmal mit Eiswürfeln. Anschließend kommen rein 3 cl Sahne. Und 3 cl Brugal 1888, ein trockener, leichter Rum aus der Dominikanischen Republik. Und perfekt dazu passt der Dutch Kakao, ein Creme de Kakao Likör, der speziell entwickelt worden ist, um Drinks aus den alten Zeiten wieder aufleben zu lassen. 3 cl auch davon. Wir schließen jetzt den Shaker, indem wir das größere Teil drüber stülpen. Achtung, es könnte noch was drin sein, deshalb anschrägen. Und ja, es war noch was drin. Hier vorne planen, hier vorne weit auseinander, drehen. Diese Seite niemals in Richtung Gast oder Theke, sondern immer weg davon, weil wenn ich shake und da etwas rausträufelt, dann geht es nicht in diese Richtung. Und jetzt einmal kräftig shaken. Ich drehe den Ton für euch runter und mache ein bisschen schicke Musik an. Eis aus dem Gästeglas. Und einfach ab sein, rein ins Glas mit der leckeren Flüssigkeit. Das Ganze ist cremig leckrig, ist eher ein Nachtisch, also ein Digestiv. Und ich mache jetzt noch einen Strich Muskat drüber. Und fertig ist der Drink. Ich zeige ihn nochmal drüben in der Kamera. Da ist er also. Cheers! Mit dem Brandy Alexander. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne ein Abo. In diesem Sinne, cheers und bis zum nächsten Mal.